Und jetzt das Heute-Journal. Verdammt nochmal, es heißt Pad! Mit Gundula Gause. Nein, mit mir. Und Klaus Kleber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Pad-Journal wurde vergangene Woche bei einem internen Voting unserer Redaktion als das beste News-Format auf YouTube gekürt. Vielen Dank an alle, die für uns gewotet haben und an die, die unsere Videos täglich kommentieren. Der Schauspieler Jeffrey Dean Morgan, der in der amerikanischen Erfolgsserie The Walking Dead den Charakter Negan verkörpert, brach sich beim Dreh letzte Woche die Wirbelsäule, weil seine Haltung zu sehr angewinkelt war. Für die Dreharbeiten wird in Zukunft ein nigerianischer Profi-Limbo-Tänzer als Stunt-Double herhalten. Das Busunternehmen Neukölln Citybus schreibt seit Jahren rote Zahlen. Der PR-Manager des Unternehmens verkündete deshalb letzte Woche eine massive Änderung. Es werden in Zukunft Busse mit dem Design eines Küchenbesens produziert. Diese sollen den Schriftzug Nimbus 2000 tragen und alteingesessene Harry Potter-Fans zum Busfahren anregen. München. Ein Rohrverleger wurde beim Rohrverlegen von seiner Freundin erwischt. Die Ausrede, er tue doch nur seinen Job, befriedigte die Freundin nur wenig. Und so trat sie ihm ins Gemächt. Der behandelnde Arzt machte sich mit den Worten, das ist ja mal ein krasser Rohrbruch, trotz des guten Wortspiels nicht weiter beliebt. Musik. Denk an die Kinder, fix sie doch, wir sehen uns vor Gericht. Alligator veröffentlicht Lebenslauf von Sebastian Idati und macht damit Millionen. Portugal. Im Hafen von Catera ereignete sich am Nachmittag ein schlimmes Schiffsunglück. Der Praktikant Luca P. verstand den Ablegebefehl des Captains, Leinen los, falsch und befreite knapp 30 Kampfhunde aus ihren Transportzwingern. Miami. Der Minirock ist der neue Hingucker des Sommers. Der Sohn von Dwayne Johnson begeistert mit niedlichen Babyfotos auf seiner Instagram-Seite. Und jetzt noch ein paar Eilmeldungen im Überblick. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Milchbauer Dietrich verhungert im China-Urlaub. Wer nicht hören will, muss fühlen. 43-jähriger Vater schlägt taubstummen Sohn. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Architekt des Grand Canyon stirbt an Fallschaden. Auf den Hund gekommen. Hartz-IV-Empfänger aus Neukölln entdeckt Tierpornos im Internet. Wir bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Rundfunkgebühren. Es würde uns natürlich sehr freuen und unterstützen, wenn Sie dieses Video kommentieren und weiterempfehlen würden. Dankeschön.